Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Heute zu einem zweiten Video mit einem etwas genaueren Blick jetzt mit den neuesten Wettermodellen auf das nächste Wochenende. Ja, und wir versuchen auch mal so ein bisschen einen Trend für nächste Woche dann zu machen, beziehungsweise für Anfang nächster Woche. Das wird aber schwierig werden, das sage ich euch jetzt schon mal. Bevor wir gleich zum Deutschlandwetter kommen, werfen wir einen Blick ein bisschen mal über den Tellerrand auf zwei Punkte außerhalb von Deutschland. Und zwar zum einen blicken wir mal auf den Trend hier für Andalusien in Córdoba in Spanien. Und da deutet sich am Wochenende große extreme Hitze an. Wir sehen, die Temperaturen steigen dann teilweise auf 45 bis 46 Grad. Ja, und ich muss ja immer wieder lesen, einige sagen, ja, das ist normales Sommerwetter da unten. Natürlich kommen Temperaturen über 40 Grad dort auch vor, aber 46, 45 Grad, das ist auch da unten schon ein Anschlag für August. Wir sehen, der Temperaturrekord in Córdoba, der liegt bei 47,3 Grad. Und wenn wir an die 46 kommen, ist das also dort auch schon so ziemlich oberste Kante, was man da eben jetzt um diese Jahreszeit erwarten kann. Dort also die ganz große Hitze, die auch ein bisschen abgeschwächt, zumindest so den Süden Deutschlands, dann auch am Wochenende noch beschäftigen wird. Wir schauen auf eine weitere Karte, und zwar blicken wir Richtung Schwarzes Meer. Da tut sich nämlich in den nächsten Tagen auch etwas sehr Interessantes, denn einige Wettermodelle berechnen dort einen Tropensturm über dem Schwarzen Meer. Das ist in der Vergangenheit ganz selten schon mal vorgekommen, dass sich solche tropischen Systeme über dem sehr warmen Schwarzen Meer bilden. Wir sehen hier diesen Tropensturm, der sich bilden soll, das eben darum, man sieht richtig diesen Kreis sozusagen, diesen Kringel, und darum eben die Windgeschwindigkeiten teilweise mit Orkanböen sogar. Es ist ein bisschen unterschiedlich in den Wettermodellen, ob es reichen wird, dass sich so ein tropisches System dort bilden wird. Aber dann teilweise extreme Regenfälle können die türkische Küste, aber auch die russische Küste beschäftigen, dass es dort eben sehr heftig regnen wird. Ja, und wenn so ein Ding an Land geht, so ein Tropensturm, können eben da durchaus auch sehr hohe Windgeschwindigkeiten erreicht werden. Das behalten wir natürlich auch ein bisschen im Auge. Laufend auch Infos zu solchen Sachen findet ihr auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei Twitter, unter dem Video hier bei YouTube, auch der Link zu unserem Twitter-Profil. Das war mal ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Und jetzt schauen wir natürlich auf das Deutschlandswetter. Zunächst mal Richtung Wochenende. Und da wird angedeutet, dass uns am Sonntag dann eben eine Kaltfront erreichen wird. Eine relativ schwach ausgeprägte Kaltfront, die aber wieder besonders eben so in der großen Nordhälfte beziehungsweise vor allem so nach Nordwesten und Norden hin eine Abkühlung bringt. Unterschiedlich wird so ein bisschen berechnet, wie schnell erreicht uns diese Kaltfront und wie weit kommt sie dann vor allem am Sonntag auch schon Richtung Süddeutschland voran. Ich habe mal zusammengebastelt. Ja, wir haben Dienstag, es ist noch ein bisschen hin bis Samstag und Sonntag. Das ist so der momentane Stand nach den Wettermodellen, dass sich am Samstag doch im Großteil noch sommerliche Wärme beziehungsweise vor allem nach Süden und nach Osten hin auch noch oft heiße Luft halten wird. Ja, und dass eben vor allem im Nordwesten schon kühlere Luft mit diesem Tiefdruckgebiet ankommen wird. Hier wird es dann schon unbeständiger und weiter abkühlen. Am Sonntag kommt diese Kaltfront wahrscheinlich etwas weiter noch nach Süden beziehungsweise Südosten voran. Und besonders im Vorfeld dieser Kaltfront sind dann auch einzelne kräftige Gewitter möglich, speziell so im Süden. Das heißt vor allem hier so von den Mittelgebirgen und Alpen ausgehend, die kann es übrigens auch am Samstag ganz vereinzelt geben. Das wird auf die Fläche nicht viel sein, also im Großen und Ganzen zusammengefasst doch sehr warmes bis heißes Sommerwetter im Süden mit vor allem ab den Nachmittags- und Abendstunden einzelnen durchaus kräftigen Hitzegewittern. Ihr seht also, es läuft im Großen und Ganzen mehr und mehr auf eine Teilung hinaus, dass je weiter man nach Süden und Südosten kommt, desto sommerlicher bzw. wärmer bis heißer bleibt es. Und im äußersten Nordwesten, vor allem je weiter im Nordwesten, desto mehr wird es am Wochenende eher abkühlen, mehr Wolken geben. Und besonders auch so im äußersten Norden sind dann auch mal einige Schauer oder leichte Regenfälle dabei. Blicken wir auf nächste Woche, und da ist es wirklich ziemlich schwierig, was sich genau tun will. Wir schauen mal auf zwei verschiedene Höhenwetterkarten und sehen zunächst das ECMWF-Wettermodell, was dann doch deutlich dieses Tiefdruckgebiet, diese große Tiefdruckzone über Skandinavien durchgreifen lässt. Kühlere Luftmassen, ja, es wäre im Grunde wieder so das alte Muster, was wir jetzt in diesen bzw. in den vergangenen Tagen oder man muss ja schon sagen Wochen hatten.
da würden wir wieder reinrutschen. Insbesondere natürlich in großen Teilen der Nordhälfte. Eher kühles Wetter, teilweise nur um die 20 oder unter 20 Grad. Das wäre schon wieder ein leichter Herbstgruß. Da rutschen wir einfach wieder in diese nordwestliche Strömung. Kühlere Atlantikluft würde uns beschäftigen. Wobei es natürlich bei dieser Wetterlage nach Süden hin tendenziell auch etwas wärmer bleiben wird. Dann sehen wir aber andere Wettermodelle, zum Beispiel hier das Icon-Modell, aber auch das US-Wettermodell, das tendieren so ein bisschen dahin, dass sich zunächst mal noch Anfang der Woche so ein Cut-Off-Prozess vollzieht. Das heißt, wir haben ein Höhentief, was sich abspaltet, so westlich von uns. Und das würde nochmal sehr warme bis heiße Luftmassen nach Deutschland voranwehen. Da würde es zumindest eine Verzögerung dieser Abkühlung geben, dass es nochmal einen Sommervorstoß geben wird, bevor dann das Ganze eher von Westen her durchschwenkt. Ihr seht, es ist ein Knackpunkt dann, vor allem ab Sonntag, Montag drin, wie es genau weitergeht. Aber da kann man eben jetzt eben noch nicht genau etwas zu sagen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Das ist einfach die Wahrheit. Wir schauen dazu jetzt mal zwei verschiedene 14-Tage-Trends an und blicken zunächst mal auf Bremen. Wie ist das Ganze einzuordnen? Wir sehen schon in Bremen, wie ich ja angedeutet hatte, hier so, das ist jetzt mal stellvertretend so für den großen Nordwesten und Norden Deutschlands, dass es eher am Wochenende abwärts geht. Wir sehen aber auch dieses rötliche, hellrote, hinterlegte Bandbreite bei den Tageshöchstwerten, die geht schon ab dem Wochenende immer weiter auseinander. Das heißt, die Spanne ist dann relativ groß. Der Abwärtstrend ist schon deutlich zu erkennen. Der ist auch relativ sicher, wie weit es aber abwärts geht. Und ob wir hier wirklich teilweise unter 20 Grad dann in der nächsten Woche nur noch erreichen, 18, 19, das ist doch ein bisschen fraglich. Also es gibt durchaus auch noch vermehrt Lösungen, die dann etwas milder sind. Wenn wir weiter nach Süden schauen, einfach mal stellvertretend, weil wir ja so eine Teilung Nordwest, Südost bzw. Nord-Süd in Deutschland wohl haben, schauen wir mal einfach auf den Trend für München, stellvertretend für den gesamten Süden sozusagen. Und wir sehen, hier zieht sich die Wärme erstmal noch etwas länger. Ich denke mal auch München nochmal 30 Grad, wahrscheinlich sogar drin. Oft kann man hier, wenn die Sonne lange scheint, noch ein bisschen draufhauen auf die Höchstwerte. Aber dann so nächste Woche auch die Bandbreite relativ groß. Montag nochmal durchaus möglich, Montag, Dienstag, dass es nochmal weiterhin sommerlich warm, vielleicht sogar heiß bleibt. In der Bandbreite durchaus drin, dann aber auch ein Abwärtstrend. Also die Frage ist wohl, wie verzögert sich das Ganze noch, dass es im weiteren Verlauf abkühlt, ist momentan die Wahrscheinlichkeit aber relativ groß, dass es nicht allzu lange auch im Süden halten wird. Also wir halten euch mal weiter auf dem Laufenden in den nächsten Tagen. Spannung ist also weiter geboten. Ich will nicht ausschließen, dass es vor allem im Süden doch noch eine längere, sehr warme bis heiße Wetterperiode geben wird. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche noch. Macht's gut, bis bald und ciao.